Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 64 von Oxygen Not Included. Ja, wir machen weiter hier, was der Modrak sagte, dass wir hier fertig werden. Ich hoffe, hier geht jetzt einer hin und baut dieses gleich zu Ende. Und das müsste ja von unten wohl gehen, oder? Jetzt wird weggegangen, da wird auch nichts gemacht. Okay, im Endeffekt nicht ganz so schlimm, weil das läuft. Aber hier wäre wichtig, dass dieses hier priorisiert wird, das Leiterkabel. Das machen wir mal gerade auf 9, damit der Strom nicht verballert, ne? Und dann müssen wir definitiv ja auch noch Automatisierung da reinkriegen, ne? Ich brauche nur das Kabel. Wo war es hier? Automatisierungskabel, ne? Genau. Und das muss einfach da mit dran. Ne? Das andere da ist jetzt gerade schief gelaufen. Das muss hier weg. Ich hoffe, das funktioniert dann direkt so, ne? So, dann sind wir da schon mal weiter. Jetzt gucken wir mal, wie viel ist denn ausgehöhlt hier schon? Gar nichts, oder? Die sollen hier schon mal was reinmachen und da was reinmachen. Und da ist noch nichts passiert. Das Wasser will ich hier die ganze Zeit auch noch runter haben. Und da ist auch noch nichts passiert. Wer kann denn da mal was tun? Okay, hier wird jetzt wenigstens das Automatisierungskabel und sowas gemacht, ne? Glaube ich. Besser wäre Starkstromkabel als erstes. Hatte ich auch auf 9 gemacht, glaube, oder? Und Automatisierungskabel machen wir mal auf 8. Weil das muss doch tatsächlich auch fertig werden, damit er da oben nicht dauerhaft läuft und uns die Kohle verballert. Das Graben ist auch auf 8. Wir spielen mal gerade das Intro, ne? So, verspätet wieder da. Ja, der Hügel ist jetzt weggemacht, aber der Rest noch nicht. Machen wir schneller hier, damit die Batterie auch dann voll wird. Hier, unsere Sauerstoffproduktion läuft ab und zu mal, aber wahrscheinlich zu warm, ne? Ich glaube, hat der Mordrek auch gesagt, ist Blödsinn, das hier zu machen, aber wieso? Läuft doch erstmal, oder? Das hier dauert auch alles zu lange, ne? Vielleicht hätten wir die elektrisch machen sollen. Achso, die Geschichte mit dem Schrägbauen war angesagt noch hier, ne? Und hier, irgendwie passt es hier gar nicht. Das heißt, wir nehmen mal jetzt gerade hier den einen weg und bauen dann den isolierten Ziegel, nehmen wir mal da ruhig so hin, damit das zu ist. Und wenn das so schräg ist, sollte das gehen, oder? Ah, der steht jetzt, oder was? Und der läuft, verstehe ich jetzt nicht, warum der steht. Ne, Kohle ist auch drin. Ne? Die Automatisierung funktioniert irgendwie nicht. Kabel ist angeschlossen und kriegt ein rotes Signal, aber. Ach so, weil das ist noch nicht richtig angeschlossen hier, ne? Hier fehlt es, glaube ich, noch, oder? Bau abbrechen, genau, da fehlt noch. Wenn der dann da ist, dann sollte der da oben wieder laufen. Und erstmal, weil er einen Anschluss hat, ist er erstmal auf rot. Ist jetzt nicht verkehrt, weil. Ne, Stromkabel wäre dran, ne, oder? Aber warte, da haben wir auch noch was falsch gemacht. Ich glaube, das ist nicht das dickste Kabel, oder? Ach ja, sieht so aus, ne? Kann man das upgraden? Weiß ich jetzt nicht. Sieht nicht so aus, oder doch? Weiß ich nicht. Prio. Machen wir auf 9 gerade. Ah, warte, jetzt habe ich auch den auf 9, ne? Machen wir den auf 6. Ist der auch auf 6? Der ist auf 8. Ja, lass mal einen auf 8 ruhig stehen. Hier wäre es natürlich besser gewesen, das auch so mit ordentlichen Dingen zu haben, ne? Ja, müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ist ein bisschen doof gelaufen jetzt hier, glaube ich. Ja. Materialien sind da jetzt produziert worden. Wahrscheinlich fehlten die auch ein bisschen. Hier Prio ändern mal. Gehen wir auf 7 für das hier, damit ich das Wasser da oben runterkriege, ne?
Na, ja, das ist ja jetzt noch nicht. Wieso ist hier verschmutztes Wasser drin? Okay. Ich glaube, irgendwer hat sich irgendwo der Flüssigkeit entledigt und konnte nicht auf Toilette. Hat's nicht geschafft. Da oben. Oder Rohre verstopft. Könnte auch sein, ne? Sanitär. Leitung. Nee. Das sieht alles gut eigentlich aus, oder? Das kann hier auch ablaufen. Wird da reingepumpt. Da muss einer daneben gepinkelt haben, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ah, das ist ganz doof gelaufen jetzt. Warte, hier unten auch gleich wischen, damit das nicht irgendwie schief läuft. Wieso haben wir das nicht? Den kannst du mal zerlegen. Und ja, das wird dann später hier eigentlich lang müssen. Hat auch gut geklappt, ne? Dann steht der falsch. Vielleicht steht der da an der Stelle sowieso falsch. Das müssen wir dann nochmal gucken. Hier wird jetzt gearbeitet, okay. Ah, jetzt hier unten geht's mal voran. Mit unserem Sauerstoffding. Können wir hier was wischen? Ich glaube schon, ne? Ah, da jetzt nicht, aber wenn das weggewischt ist, läuft das dann besser raus, oder? Hier kriege ich das bestimmt nicht weggeschmissen, ne? Weggewischt, weil zu viel. Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt, würde ich sagen. Gucken wir uns den Kolonieerfolg mal an. Was war das? Keine Ahnung. Der ist wohl schon länger her und den habe ich wohl doch schon angesehen, oder was? Rotes Licht, grünes Licht war das vielleicht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall jetzt durch. Forschung abgeschlossen. Leinwand hoch, Marmorblock. Okay, jetzt können wir designen. Und die Forschung ist jetzt definitiv aus. Wir gucken da nochmal rein. Forschung hatte Mordrak, glaube ich, auch gesagt, dass das sehr gut vorangegangen ist schon. Was haben wir denn hier? Förderbehälter. Förderschienensperre. Okay, das mit den Förderschienen. Ach komm, das können wir dann auch machen, ruhig. Produktion ist hier am Laufen, das ist gut. Wie sieht es hier unten aus? Hier ist nichts drin, sehe ich gerade. Das sollten wir Eisenerz vielleicht ja, zu Eisen machen. Damit die was zu tun haben. Und Kupfer machen wir auch nochmal 10. So, wie sieht es denn hier unten aus? Okay, da wird jetzt gerade gebaut, beziehungsweise geliefert wurde. Und hier muss ja ein Automatisierer rein. Ach, hier oben ist überhaupt noch nicht abgebaut, sehe ich gerade. Das können wir als erstes mal machen, ne? Okay. Und der Lagerbehälter hat hoffentlich nur Kohle, ne? Ja, das passt schon mal. Lieber nochmal durchscrollen, ja. Und der hat auch Kohle. Dann braucht der aber auch wahrscheinlich, oder? Kann der durch Wände? Weiß ich nicht. Müssen wir dann mal gucken, ne? Geht jetzt hier leider nicht so voran. Was haben wir jetzt hier? Ziegel, Automatisierungskabel, Leiterkabel. 2 kW. Einmal Strom, einmal den upgraden, oder? Ja, das macht er irgendwie nicht mehr. Hat eine Sauerei gemacht. Warum hat er schon wieder einer eine Sauerei gemacht? Oh, schnell. Wer macht denn da immer eine Sauerei und warum? Unser schönes, frisches Wasser. Wer macht denn da jetzt eine Sauerei und warum? Oh, hier ist noch mehr Sauerei. Warum machen die sich alle in der Buchse? Was läuft hier mit dem Wasser nicht? Da war auch kein Frischwasser drin. Genau so ist es. Wo ist unser Problem? Nee, oder doch Strom? Oder, warum?
ist hier unsere Pumpe nicht am Laufen. Die Pumpe hat kein Wasser mehr. Rohrleitung, schnell gucken. Aber die hat doch. Die zerlege ich mal schnell. Die zähle ich mal ganz schnell. Und Rohrleitung, Sanitär, Wasserleitung. Vielleicht mal besser hier rumbauen. Und wäre vielleicht besser, wenn wir das so gemacht hätten, ne? Hat er das jetzt übernommen mit 9? Nee. Aber es kommt schon was. Ich glaube, lag daran, ne? Weil da nicht durchgepumpt werden konnte. Kann das sein? Zerlegen. Sanitär. Die pumpt da unten aber noch nicht, ne? Warum pumpt die da unten nicht? Kein Strom dran, ne? So sieht's aus. Strom da. Wieso hat die keinen Strom? Da geht auch noch kein Strom hin. Prio 9. Hat schon alles 9. Macht mal schnell, Jungs. Strom. Leitung. Zerlegen. Das. Und das. Die große Sauerei kriegen wir sonst immer wieder. Und die ist auch noch da, ne? Sonst shit, aber auch hier ist er auch noch. Na, das hat gut geklappt. Nicht aufgepasst. Hier auch. Da auch. Nicht aufgepasst. Pumpe läuft jetzt erst wieder, ey. Jetzt kommen wir zu den Toiletten und es geht mit Wasser wieder weiter, ne? Da war kein Wasser in der Toilette, deswegen konnten die nicht pischern gehen. Ja, so kann es sein, ne? Schade drum. Doof gelaufen. So, der Kasten hat Wasser gekriegt. Der Kasten hat Wasser gekriegt. Da ist Wasser drin, da ist Wasser drin. Hier, die beiden müssen noch Wasser haben. Hier wird jetzt schon Hände gewaschen. Mit schmutzigem Wasser. Das sieht erstmal gut aus hier, oder? Hier wird gerade die Toilette sogar benutzt jetzt wieder. Ah, zum Glück, ey. Schmutziges Wasser kommt auch weg. Passt. Okay. Das sieht erstmal wieder gut aus. Hier oben fehlt es noch mit einem, aber sonst ist alles da, glaube ich. Ah, hier oben müssen wir noch weiter anschließen. Sanitär. Rohre. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier gehen wir mal darüber. Und das waren die oberen Anschlüsse. Ist da noch mehr? Nein, aber wir können hier definitiv schon so machen. So, da oben der Raum ist ja schon fast leer. Da können wir dann schon noch Wände reinziehen gerade. Ziegel. Irgendwo habe ich, glaube ich, Fensterziegel gebaut, sehe ich gerade schon. Da habe ich geschlafen, keine Ahnung, was wir da falsch gemacht haben. Und hatten wir noch ein Bett irgendwo anders stehen, aber wäre wenn auch egal, weil wir dann noch jetzt mal gerade ein schönes Bett hier bauen können. Ha, können wir noch nicht bauen, weil da irgendwelche Rohstoffe wahrscheinlich fehlen. Dann bauen wir doch ein normales Feldlager hier gerade hin.
Und da können wir noch weiter ausgraben. Aber ich sehe gerade, unser größtes Problem wird gleich sein, dass wir die Wand nicht bauen können, weil die zuletzt wahrscheinlich gebaut wird. Okay, wie wild hier oben am Arbeiten, ne? Ja, das läuft dann erstmal. Was haben wir hier eigentlich noch am Leuchten? Ach so. Marmorblock. Und Leinwand. Ja, wir müssen den Künstler aber hinkriegen, dass der hier uns schöne Gemälde malt, ne? Aber das, doch, hier steht noch ein Bett. Das muss noch woanders hin. Und hier ist jetzt ein Pufflet. Super, oder? Wo ist denn der weg? Und warum ist der hier? Wie kriegen wir den da da? Okay, der muss hier lang. Sehen wir schon. Ist ja auch schon offen, ne? Wahrscheinlich war der zwischendurch schon mal weg und wir haben es nicht gesehen, ne? Ja, hier ist auch eine große Sauerei. Das sollte aber ein Ende haben. Lass uns mal die großen Sauereien gucken. Hier oben ist auch da zum Glück mit einem Stingens hier zwischen, dass da nichts passiert. Aber die Toiletten sind da oben jetzt fertig, aber nicht einsatzfähig, weil das Wasser fehlte. Kann das sein? Ah, das ist richtig ärgerlich. Ja, hier wird es jetzt fertig gebaut. Das Bett ist da. Das bedeutet, dieses Bett können wir zerlegen. Der Pufflet kann dann da hoffentlich mal irgendwann durchfliegen. Sieht erstmal gut aus, oder? Was steht jetzt hier rum? Achso, zum Entwässern was, ne? Nee. Was kann nicht abtransportiert werden? Magmatit. Ah. Das haben wir eigentlich für das Wasser gebaut und nicht für das. Da hat sich einer der Sache entledigt. Alles klar. Okay. Ist aber gut gelaufen. Das ist nirgendwo anders zwischengekommen. Ja, hier sind wir jetzt da schon mal ein ganzes Stück weiter, dass da reingelaufen werden kann. Das heißt, wir werden jetzt hier gucken, dass wir das fertig kriegen. Und hier müsste das so ähnlich klappen, ne? Oder? Ah, nee. Doch, können wir bis dahin bauen. Müsste klappen. Wie sieht's denn mit Sauerstoff aus? Overlay bitte, hier. Sauerstoff ist jetzt schon ein bisschen tiefer, aber noch nicht tief genug. Das drückt hier leider auch nicht runter, aber das sind ja auch abgeschlossene Räume und die sollen ja schmutzigen Sauerstoff hier haben, aber nicht Kohlendioxid, ne? Das sieht jetzt gerade nicht so aus, dass das funktioniert. Ja, wir müssen jetzt hier gucken. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir hier so eine Schleuse vielleicht bauen, ne? Das würde vielleicht mehr Sinn machen. Eine Tür. Schleuse braucht gar nicht. Eine Tür muss es nur sein. Kann ich die da reinkriegen, ohne dass ich das... Aha. Das ist gut, dass der da jetzt runtergegangen ist. Ich müsste jetzt aber schnellstens diesen Ziegel zerlegen. Und das mal gerade auf Stufe 9 machen. Und hoffen, dass jetzt der da nicht wieder hochfliegt. Das wäre ganz doof. Ja, komm schon, ey. Einer muss doch da jetzt mal gerade hingehen bei Stufe 9, oder? Ach, alle am Schlafen. So sieht's aus. Da kommt aber Stinky, oder? Ach, wir haben ja zwei Nachtschichtler. Okay, mal schauen. Aber der geht jetzt leider woanders hin. Schauen, läuft da auch rum. Okay. Masken sind auf jeden Fall da drinnen. Außer zwei wohl. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen schwierig, dass das gerade gebaut wird. Ah, hier unten ist jetzt aufgewischt. Sehr schön. Travaldo, bitte nicht da dich entledigen. So, das bedeutet, jetzt machen wir schnell hier das offen, damit das Wasser da schon mal rauskommt. So, jetzt müsste da einer hin. Ah, jetzt kommen ja auch welche. Forschung ist schon wieder fertig. Mach das. Ich hoffe jetzt hier, dass Rennen... was hat der Rennen gerade? Muss ich gucken. Jetzt schnellstens die Schleuse da rein. Also, wieder nicht auf 9. Doch, ist auf 9. Gut.
Ich hoffe, dass das schnellstens gemacht wird, aber es wäre jetzt auch egal, wenn noch einer runterhuscht. Der Raum muss abgeschlossen werden, wegen der Pflege schon alleine. Es darf aber keiner hochhuschen, das wäre doof. Runter ist okay, aber hoch nicht. Da kommt schon Joshua und macht das hoffentlich. Ach, da sind zwei. Joshua hat das Material gebracht und macht die Schleuse. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder einen Raum. Was haben wir hier für ein Ei? Ein Blitzblankpufft. Krass, was kann der Blitzblankpufft? Ja. Da kann auf jeden Fall nicht in der Bücherei geguckt werden, was der macht. Ist da auch noch was hinter? Rotkrank? Nee, das sieht nur, da ist nur ein Schalter oder was, keine Ahnung. Hier fehlt es gerade an Strom, aber ach so, ja, das hatte Mordrock auch geschrieben. Da setzen wir wieder was um. Wir kümmern uns gerade hier um das Strom-Overlay und Mordrock hat gesagt, keinen Strom da geben, weil das bringt nichts. Das geht auch langsam und Strom haben wir nicht so. Zerlegen den Anschluss. Ich hoffe, ich zerlege gerade das Richtige. Zerlegen, Anschluss. Okay, da wird auch gerade schon gepflegt, das ist auch gut. So, sind die hier überbevölkert jetzt zurzeit? Zehnsamt und gepflegt und nö, passt. Tier, mürrisch verhungert, Zeit bis zum Tod. Das ist schlecht. Jetzt müssen wir kurz noch schnell gucken, wie das Lüftungsoverlay passiert. Es kommt keine schmutzige Luft an. Wenn wir hier irgendwie keine schmutzige Luft mehr haben, wahrscheinlich. Doch, die kommt doch hier unten weg, oder? Das hat Mordrak auch geschrieben. Da müssen wir definitiv auch noch dran arbeiten. Wo ist denn hier die verschmutzte Luft? Gar keine da? Hier ist überall schlechte Luft wahrscheinlich. Verschmutzter Sauerstoff, aber leider nicht hier. Hier ist auch verschmutzter Sauerstoff. Vielleicht die Tür mal gerade aufmachen? Aber der ist mir zu nah da dran, das funktioniert nicht. Okay, aber die Folge ist schon wieder sehr lang. Wir machen da erstmal eine Pause rein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.